Ich glaube, wir Laien haben eine ganz entscheidende Rolle in der Kirche. Wir wissen ziemlich gut, was die Menschen beschäftigt. Wir sind mit Menschen im Gespräch, sind direkt vor Ort engagiert und wissen eben, welche Themen dran sind und welche Veränderungen Menschen sich in Kirche wünschen. Ich glaube, wir Laien haben auch eine ganz entscheidende Kompetenz, Fragestellungen mitbeantworten zu können und das eben gleichberechtigt in der Kirche zu tun. Und deswegen, glaube ich, ist unsere Rolle in der Kirche aktueller denn je. Ich möchte vor allem das politische Profil des Diözesankomitees stärken. Ich glaube, dass wir eine gute Vorstellung davon haben, wie wir uns ein gleichberechtigtes Miteinander in der Gesellschaft vorstellen. Das in den politischen Diskurs einzubringen, glaube ich, ist eine zentrale Fragestellung der kommenden Jahre. Gleichzeitig möchte ich, dass wir als Laien laut sind in Kirche und deutlich machen, wie wir uns unsere Kirche vorstellen und wie wir glauben, dass sie gut in die Zukunft gehen kann. In einem guten Dialog mit der Bistumsleitung und aber trotzdem selbstbewusst, weil wir gut wissen, was los ist. Wir haben einen deutlichen Rechtsruck in der Gesellschaft, das merken wir an verschiedenen Stellen, immer wieder bei Wahlausgängen auch. Als Diözesankomitee haben wir uns da klar positioniert am Wochenende, zu den Wahlen aufgerufen und eben auch deutlich gemacht, wie wir uns ein Europa vorstellen. Eben ein geeintes Europa, das kein Gegeneinander darstellt und eben keine Ausgrenzung von bestimmten Personengruppen vornimmt. Ich glaube, das ist wichtig. Hier müssen wir deutlich und lauter werden und sagen, was unsere Vision eines Europas sein soll.